Hi, ich bin Katharina. Willkommen bei uns zu Hause. Ich lebe hier mit meinem Mann und meinem zweijährigen Sohn in der Nähe von Siegen. Wir haben 2015 mit der Errichtung unseres Hauses begonnen und sind 2016 hier eingezogen. Ich habe mir natürlich im Vorfeld Gedanken gemacht, wie ich unser Heim einrichten werde. Für mich war klar gewesen, dass es eine Mischung aus alt und neu sein soll. Und ich habe einfach verschiedene Stilrichtungen miteinander kombiniert. Ich schaue einfach, was zu mir passt, was zu uns passt, um unser Heim einfach wohnlicher zu gestalten. In unserem Wohnzimmer liebe ich ganz besonders unseren Wohnzimmertisch, der natürlich super auffallend ist, aber zugleich sich so toll in den Raum integriert. Und unser Hocker Alba. Ich habe mit diesem Hocker eine Kommunikationsinsel geschaffen, sodass, der ist einfach magisch. Also wenn Gäste kommen, die nehmen sofort hier Platz und fühlen sich hier einfach nur wohl. Mein persönliches Highlight hier im Wohnzimmer ist auch der Kamin. Der ist von allen Seiten einsichtig. Das heißt, wir können die Flamme aus dem Wohnzimmer sehen, aus dem Esszimmer und aus dem Flur. Und bestenfalls haben wir auch eine super angenehme Wärme auf der ganzen Etage und auch oben im Dachgeschoss. Das Herzstück unseres Hauses ist definitiv unser Esszimmerschrank. Das ist unser Centerpiece. Bevor wir hier bauen konnten, mussten wir ein altes Fachwerkhaus entkernen und abreißen. Und dann konnten wir diesen tollen Schrank daraus retten. Und wir haben ganz tolles Geschirr, ebenfalls aus dem Fachwerkhaus, retten können. Das Geschirr ist, ich weiß gar nicht wie alt, aber hat für uns einen unbezahlbaren Wert. Ich habe sehr lange nach einer passenden Wanduhr zu dem Schrank gesucht und bin dann mit dieser Uhr fündig geworden. Als die kam, habe ich sie aufgehangen und habe mich riesig gefreut, weil die einfach klasse aussah. Aber irgendwas hatte gefehlt und dann ist mir eingefallen, ich hatte noch dieses tolle Bild hinten in der Ecke stehen gehabt als Deko. Ich habe es drunter gehangen und habe gedacht, das matcht super, er sieht ganz toll aus und ja, passt einfach perfekt zu der Einrichtung. Wir haben sehr gerne Familie und Freunde hier. Deswegen war es uns auch wichtig gewesen, dass wir einen großen Esszimmertisch haben. Der ist aus Wildeiche, den habe ich auch schön mit diesen tollen Stühlen kombiniert, die einen einfach umarmen, wenn man sich reinsetzt. Ja, da möchte man halt den ganzen Abend hier drin verweilen. Und damit es noch ein Ticken gemütlicher wird, musste ein Teppich herbei. Und dann habe ich mich für den Teppich Magali entschieden. Der fühlt sich von der Struktur einfach super gemütlich an, sodass man ein tolles Gefühl auch unter den Füßen hat. Wenn ihr auch auf der Suche nach einem Teppich seid, der vielleicht auch in einem ähnlichen Stil ist, dann schaut doch mal gerne bei Westwing vorbei, da werdet ihr sicherlich fündig. Hier in der Ecke haben wir einen ganz besonderen Platz. Hier verbringe ich sehr viel Zeit mit meinem Sohn, wenn wir Bücher lesen oder kuscheln, uns abends hier gemütlich machen. Dann wird natürlich diese tolle Stehleuchte auch angemacht, die Stehleuchte Neron. Die finde ich so klasse, die habe ich in mehreren Räumen. Die habe ich im Esszimmer, die habe ich im Wohnzimmer und oben auch im Dachgeschoss als Deckenleuchte. Bei der Planung haben wir uns für eine offene Küche entschieden. Ich wollte unbedingt einen Küchenblock haben. Ich liebe den auch über alles. Der ist natürlich hier auch mit einer super Theke ausgestattet. Wenn Gäste kommen, können die dann direkt an der Theke Platz nehmen, bekommen das erste Getränk. Man kann im Grunde genommen Essen vorbereiten, schnibbeln, ohne dass man den Gästen den Rücken zudrehen muss. Wir haben zwar eine offene Küche, ich muss aber dazu sagen, man möchte ja doch mal hin und wieder gerne auch mal einfach die Tür zuziehen. Gerade an Weihnachten, wenn hier viel Geschirr rumsteht, dass man einfach mal sagen kann, hier das Chaos, das möchte ich nicht mehr sehen und nicht mehr zeigen, dann haben wir einfach die Möglichkeit, die große deckenhohe Schiebentür einfach zuzuziehen. Ich liebe Küchengeräte, die super stylisch aussehen, deswegen habe ich diesen tollen Wassersprudler, den ich auch täglich nutze. Bei der Deko, muss ich sagen, habe ich einfach nur darauf geachtet, dass ich jetzt zwei Blumentöpfe habe, die sich widerspiegeln und Seifenspender, die jetzt nicht auftragen und dass es einfach alles clean und aufgeräumt erscheint.
Bevor es weitergeht, helfen wir euch, eurer Küche ein Upgrade zu verpassen. Schaut in unserem Shop vorbei und findet eine riesige Auswahl an allem, was eure Küche zum Lieblingsort werden lässt. Bevor wir hochgehen, möchte ich euch noch was richtig Cooles zeigen. Mein Mann und ich waren 2020 in New York und dieses Bild habe ich vom Rockefeller Center gemacht. Und das ist quasi mein Blick auf das Empire State Building und ich finde, das macht richtig was her. Und jetzt geht's ab nach oben. Kommt mit! Ja, hier oben könnt ihr auch die Liebe zu New York sehen. Hier habe ich auch versucht, mit der Kommode einfach diesen Mix aufzugreifen aus alt und neu und einfach das wohnlicher zu gestalten. So, und jetzt gehen wir ins Kinderzimmer. Kommt mit! Ich habe mir natürlich im Vorfeld super viele Gedanken gemacht, wie ich das Kinderzimmer einrichte. Es sollte hell, freundlich, ein bisschen an Regenbogen erinnern. Ich weiß nicht, diese Idee hatte ich so ein bisschen im Kopf gehabt. Ja, und auf der Suche bin ich auf diese Tapete gestoßen und ich habe mich sofort in diese Tapete verliebt, sodass ich danach auch mein Einrichtungskonzept des Kinderzimmers nachgerichtet habe. Und auf der Suche, welche Möbel ich dann in dieses Kinderzimmer einbringe, habe ich dieses Bett gefunden. Ich liebe es, weil es wächst nämlich mit. Das heißt, mein Sohn kann bestenfalls das Bett bis zum 4. Lebensjahr nutzen und er liebt es, glaube ich, genauso wie ich auch. Mein Sohn und ich, wir lieben diesen Schaukelstuhl über alles. Hier verbringen wir so viel Zeit auch miteinander. Das Lieblingskuscheltier meines Sohnes, Nana der Bär, der hat hier auch einen Ehrenplatz. Der sitzt hier immer im Schaukelstuhl und wartet, bis mein Sohn zum Kuscheln kommt. Den haben wir in groß und auch in klein. Und wie man sieht, er liebt Bären über alles. Der muss einfach überall mit hin. Gegenüber vom Kinderzimmer befindet sich unsere Ankleide mit angrenzendem Badezimmer. Hier haben wir es hell und weiß gehalten. Ja, und in unserem Schlafzimmer, muss ich sagen, sieht es ein bisschen anders aus. Das ist unsere Wohlfühloase. Im Schlafzimmer war es mir wichtig gewesen, dass ich so ein bisschen Hotel-Feeling reinbringe. Deswegen habe ich mich für dunkle Wandpaneelen entschieden und habe einfach mit verschiedenen Textilien gespielt, indem ich einfach schöne Vorhänge ausgewählt habe, super weiche Kissen und eine ganz tolle Tagesdecke, wo man sich am liebsten direkt reinlegen möchte. Unser Bett haben wir so ausgerichtet, dass wir im Grunde genommen, wenn wir im Bett liegen, einen super Blick nach draußen haben. Und wenn es halt dunkel ist, haben wir super tolle Tischleuchten. Mit der Marmoroptik geben die auch eine gewisse Wärme ab. Also es wirkt einfach super warm und super gemütlich. Und wenn das Licht nicht reicht, haben wir immer noch diese ganz tolle Pendelleuchte, die einfach ein Hingucker ist. So eine Bettbank sorgt natürlich auch ein Stück weit für Hotelfeeling und ist auch super praktisch, weil man dann nämlich auch noch zusätzlich Stauraum hat. Also kann ich immer nur im Schlafzimmer empfehlen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn ihr auf der Suche nach mehr Inspiration seid, dann schaut doch mal gerne auf der Playlist vorbei. Das war's von mir. Ciao!